Liebe Zuschauer bei Investor Talk, Sie sehen, ich habe heute mal ein anderes Hintergrundbild. Und das aus gutem Grunde, denn das Thema ist ein völlig anderes. Heute geht es mal ums Auswandern. Ich begrüße Michael Mross. Viele kennen ihn noch aus guten Zeiten von NTV, den Börsenfreak vom Frankfurter Parkett, dort mit Friedhelm und Raimund Brichta. Michael, es freut mich sehr, dich zu sehen. Heute mal zum Thema Auswandern. Ja, es ist mir eine Ehre, mit dabei zu sein. Und zu Auswandern kann ich natürlich auch was sagen. Na, das hoffe ich doch, denn es ist ja das Thema heute. Und du kriegst es mit, es verändert sich vieles in unserem Land und das Thema wird ja immer mehr spruchreif für viele Leute, die einfach nur weg wollen. Ich möchte mal anfangen mit einigen offiziellen Zahlen. Und zwar sehen wir hier die offizielle Statistik der Bundesregierung. Also wir haben seit vielen Jahren, tatsächlich ging das los hier 2005, einen positiven Abwanderungssaldo von Deutschen ins Ausland. 64.000 im letzten Jahr. Es kommen natürlich auch immer wieder welche zurück. Aber wenn man diese Zahl so sieht, es spricht nicht gerade für Deutschland, zumindest nicht als Deutscher. Denn es kommen ja andererseits auch viele Leute hierher, aber immer mehr Deutsche gehen weg. Und das finde ich eine bedauerliche Entwicklung. Wie siehst du das? Ja, es ist eine extrem bedauerliche Entwicklung, aber sie war natürlich auch irgendwo vorherzusehen. Das ist ja eine Geschichte, die uns jetzt nicht erst seit 2, 3 Jahren bewegt. Und tatsächlich sind die Zahlen ja noch viel höher. Also ich habe gelesen, dass ungefähr 1 Million Leute pro Jahr abhauen. Und ich habe selbst ja im Ausland auch viele selber sprechen können. Für viele scheint es so zu sein, als wenn im Ausland immer alles besser ist. Kann manchmal eine naive Annahme sein. Ich meine, überall gibt es Licht und Schatten. Aber es ist natürlich so, dass die Frustrationsgrenze, das merken wir ja alle, hier in Deutschland quasi täglich zunimmt. Dass sich viele Menschen fragen, warum arbeite ich eigentlich noch? Dass sich viele Leute beklagen, dass die Steuerlast viel zu hoch ist, die Bürokratie viel zu hoch ist. Diese vielen Hindernisse, die gerade auch auf linksgrüner Ideologie basiert sind. Es ist nicht einfach oder es wird nicht einfach gemacht, in Deutschland ein echtes Business ja, aufzubauen und so weiter. Im Gegenteil, es wird behindert und eigentlich werden nur noch die Dinge gefördert, die irgendwie politisch opportun sind. Und insofern ist es natürlich logisch, dass viele Leute in ihren Köpfen sagen, ja gut, dann gehe ich eben ins Ausland. Ich habe keine Lust mehr auf die Steuern. Ich finanziere hier eine Politik, hinter der ich gar nicht stehe. Das höre ich von vielen Menschen. Und vor allen Dingen hinzu kommt ja nicht nur die große Steuerlast, sondern es gibt ja auch noch andere Bedrohungen, wenn wir zum Beispiel die vollkommen irrsinnige Energiepolitik in Berlin sehen, die ja praktisch auf den Blackout hinausläuft oder Brownout oder Stromrationierungen wie früher in der DDR oder in der Planwirtschaft. Habe ich gerade gelesen, das Rheinisch-Westfälische Institut für Wirtschaftsforschung beispielsweise warnt vor Stromrationierungen in 2024, also schon im nächsten Jahr. Also wenn man das alles so sieht und da drauf guckt und spürt, dann kann ich schon verstehen, dass immer mehr Leute die Koffer packen wollen. Aber ob das eine richtige Entscheidung ist, wage ich zu bezweifeln. Vieles gilt da abzuwägen und genau darüber wollen wir ja sprechen. Du kennst Auswanderer, ich kenne auch einige, die ich kenne, halten sich in Südamerika, teilweise Mittelamerika, im Mittelmeerraum auf oder in England und keiner von denen will zurück. Die sind meistens im Finanzbereich tätig, ist natürlich nicht repräsentativ für die allgemeinen Auswanderer. Wie sieht das bei denen aus, die du vielleicht kennst? Sind die dauerhaft weg oder quasi mit einem Fuß im Ausland und würden zurückkommen, wenn es hier wieder besser wird? Ja, also das sehe ich schon, aber es wird ja nicht besser, es wird ja jeden Tag schlechter oder merkwürdiger. Es ist natürlich auch so, dass nicht jeder auswandern kann. Ja, wenn du Trader bist oder irgendetwas machst, also du und ich, wir könnten ja auswandern, weil bei uns ist es eigentlich egal, wo was machen. Aber wenn man dann Frau und Kinder hat, die in die Schulen gehen und so weiter, also da kommen dann doch große Hürden auf einen zu, die schwierig sind zu überwinden. Und die meisten Leute kennen ja die Schwierigkeiten, die sie dann im Ausland haben, um sich da irgendwas aufzubauen,
Gar nicht. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass manche auch zu naiv an die Sache rangehen, fliegen irgendwie in die Tropen oder nach Dubai oder auch nach Südamerika. Da scheint dann die Sonne, der Himmel ist blau, die Menschen sind freundlich und dann glaubt man, da ist alles besser. Aber tatsächlich ist es natürlich so, dass es in allen Ländern irgendwie auch Schwierigkeiten gibt, Schattenseiten gibt. Und das Problem, das ich sehe, ist, dass die meisten Leute diese Schattenseiten eben gar nicht kennen, weil sie nur kurz mal da waren für ein paar Wochen oder vielleicht auch für ein paar Monate, aber das Land, in das sie auswandern wollen, ja nicht so gut kennen wie Deutschland, ja, da, wo wir aufgewachsen sind und deshalb auch nicht sehen, welche Schwierigkeiten möglicherweise auf sie zukommen. Denn ich meine, wir haben es ja überall mit Staaten und mit Politik zu tun. Und wie wir alle wissen, ist es das Ansinnen der Politik, den Leuten das Geld aus der Tasche zu ziehen mit irgendwelchen Begründungen. Das geschieht mal mehr, mal weniger stark. Aber auch da, wo die Steuern beispielsweise niedrig sind, sind dann andere Kosten wieder sehr viel höher. Also wenn ich beispielsweise an Dubai denke, die Gesundheitsversorgung, die Kindergärten, die Schulen, die kosten da alle ziemlich viel Geld. Also ich meine, im Prinzip können nur Leute auswandern, die schon ein gewisses Polster haben, zum Beispiel Rentner oder Menschen, die nicht mehr arbeiten müssen. Und die meisten Berufe, die die Menschen ja hierzulande haben, die kann man eben woanders so ohne weiteres gar nicht anwenden. Also wenn ich jetzt nach Paraguay gehen wollte und Bäcker bin, ja, wie will ich denn da eine Bäckerstube aufmachen oder irgendwas anderes? Oder wenn ich Versicherungsangestellter bin oder irgendwas, ist schwierig. Also, und diese Schwierigkeiten werden oft erst sichtbar, wenn man in dem Land ist. Also ich sage allen Leuten, ihr müsst viele, viele Male und für sehr lange Zeit an den Ort gegangen sein, wo ihr auswandern wollt. Und nicht mal eben ein paar Wochen Urlaub machen und sagen, ja, hier ist schön, hier ist alles besser. Also das ist der größte Fehler, den meines Erachtens viele Leute machen. Ich kenne sogar jemanden, der ist nach Südamerika, nach Paraguay ausgewandert und war noch niemals dort. Ja, der hat hier gutes Geld verdient irgendwie, will dort ein neues Leben anfangen und meint, ja, da sei alles besser. Ich sage, ja, woher weißt du das denn? Ja, die Freunde hätten ihm das erzählt, im Internet gibt es Berichte und so weiter. Also ich wage zu bezweifeln, dass jetzt ausgerechnet Paraguay also das Ziel aller Träume ist. Auch dort gibt es Schwierigkeiten. Südamerika ist ja nun auch nicht der Hort der Stabilität. Und wir haben es ja auf der ganzen Welt mit Problemen zu tun, die, wie wir alle wissen, zum Teil auch Geldsystem bedingt sind. Das System ist in einer Endphase und da gibt es natürlich mehr Stress. Und da fallen die schwachen Dominosteine als erstes. Und deshalb glaube ich zum Beispiel, dass Südamerika jetzt nicht unbedingt the place to be ist. Es sei denn, man kann auch dort schnell wieder abhauen. Also die Schwellenländer, da wird sicher die Krise so richtig losgehen. Das hat ja Soros vor vielen Jahren mal gesagt. Das ist aber ein anderes Thema. Da können wir zu anderer Gelegenheit mal drüber sprechen. Du hast es schon erwähnt, die Klassen oder die Gruppen von Leuten, die weggehen, sind natürlich sehr unterschiedlich. Und eine Gruppe, ich habe da neulich erst einen Bericht gesehen, die es auch oft ins Ausland jetzt zieht, weil ganz einfach hier die Kosten zu hoch sind, sind Rentner. Da gibt es zum Beispiel Rentner, die nach Bulgarien gehen, eigentlich verrückt. Leute, die Jahrzehnte hier gearbeitet haben, trotzdem wenig Rente kriegen. Und anderen, du weißt, wen ich meine, wird sozusagen alles hinterhergeworfen. Und für diese Leute, zum Beispiel Rentner, sind natürlich die monatlichen Kosten entscheidend. Ich möchte hier unseren Zuschauern mal noch eine Liste zeigen mit einem Lebenshaltungskostenindex. Auch ganz interessant. Und zwar hier, wenn du das hier siehst. Also Bermuda ist natürlich unter ferner Liefen, aber wenn man weiter runterblättert und noch einigermaßen in unseren Gefilden bleiben will, kommt man zum Beispiel nach Bulgarien, wo du im Prinzip mit der Hälfte der Kosten von uns auskommst, das ist der durchschnittliche Monatslohn. Dort gehen natürlich auch Rentner hin, auch in die Türkei oder nach Thailand. Aber das sind Leute, die regelmäßige monatliche Einnahmen haben und denen das überwiesen wird, solange eben noch was überwiesen wird. Und das kann man nicht unbedingt mit anderen Auswanderern vergleichen, die noch im Erwerbsleben stehen, oder? Ja, also ich meine, auch hier gilt zu beachten, wenn du alt bist und Rentner bist, glaube ich, ist es unglaublich wichtig, dass du auch ein gewisses soziales Umfeld hast.
Das soziale Umfeld und Freunde beispielsweise sind gerade im Alter ziemlich wichtig. Und ich habe mit einigen Experten gesprochen, die haben gesagt, also die Menschen werden im Ausland nicht glücklicher. Das ist ein ganz wichtiger Spruch, den sollte sich jeder beherzigen. Du wirst im Ausland nicht glücklicher. Bleib lieber zu Hause, zahl die Steuern oder zahl die hohen Preise. Wenn du da als Rentner jetzt nach Thailand gehst, das mag ja mal für ein paar Wochen gut sein, aber irgendwann wird es auch langweilig. Es ist ein Unterschied, ob du Menschen triffst, die neu für dich sind, oder ob du umgeben bist von Menschen, die du schon seit Jahrzehnten kennst. Und das ist auch sowas wie Sauerstoff für die Seele, dass man Kontakt hat zu alten Freunden und nicht an Sonnenstränden irgendwie vereinsamt. Das sind diese Probleme, die meistens gar nicht angesprochen werden. Ja, man kann da natürlich Geld sparen, aber da kommt eben der Spruch, Geld ist auch nicht alles. Hinzu bei den Rentnern, das mag sich ja alles schön anhören, aber wir wissen ja alle, wenn wir älter werden, haben wir auch oft größere gesundheitliche Probleme, die zum Teil ja auch richtig ernst werden können. Und da möchtest du natürlich weder in der Türkei noch in Thailand oder was weiß ich wo sein, auch nicht in Bulgarien. Die Leute kommen dann zurück nach Deutschland, weil eben hier die Krankenversorgung immer noch am besten ist. Und das sind alles so Faktoren, die werden bei dem Thema Auswandern oft unterschlagen oder nicht bedacht. Also gerade der gesundheitliche Aspekt ist meines Erachtens sehr, sehr wichtig. Und es tut mir auch leid, dass ich so ein bisschen Sand ins Getriebe der Auswanderungswilligen hineinschütte. Aber ich meine, das muss man natürlich auch bedenken. Du hast die Nachteile ja selber am eigenen Leib buchstäblich erfahren in Sri Lanka bei dieser unangenehmen Sache, wie wichtig eine gute medizinische Versorgung ist, wenn man sie nicht hat. Gell? Ja, also ihr wisst ja, dass ich in Sri Lanka sehr schwer verunglückt bin und dort einen Unterarm und ein Bein verloren habe. Alles andere war aber auch kaputt. Und ja, die haben mich dann da ausgeflogen. Also in Sri Lanka hätte ich das nicht überlebt. Und jeder, der eine ernsthafte Krankheit hat, der kommt natürlich zurück nach Deutschland. Also das ist eben das Thema Rentner und Auswandern. Ja, muss sich jeder selbst überlegen. Also selbst in Dubai ist es so, dass die Scheichs, wenn sie was haben, nach Deutschland kommen. Ja, und also insofern kann ich nicht unbedingt empfehlen, dass man als Rentner nach draußen geht, ins Ausland geht. Es sei denn, du hast da schon ein soziales Umfeld, ein Setting, deine Kinder sind vielleicht dort und so weiter. Hast ein Umfeld, in dem du dich auch sozial wohlfühlst. Was ich aber wirklich behaupten möchte, ist, dass man es nicht wegen des Geldes tun sollte. Ja, sicher ein guter Rat. Schauen wir uns mal die Hauptziele der Auswanderer an, wo die meisten Deutschen hingehen. Da habe ich eine schöne Grafik gefunden. Und zwar diese hier, 2021. Natürlich die kulturnahen Länder von uns, wo auch noch Deutsch gesprochen wird, sind natürlich ganz oben. Schweiz, Österreich, dann USA, auch die warmen Länder kommen dann und dann tröpfelt es und wird weniger. Also die meisten Leute, sieht so aus, sind noch im Erwerbsleben und versuchen im wenigstens kulturnahen Bereich zu bleiben. Ja, aber ich meine, was nutzt es mir, wenn ich in die Schweiz gehe? Ne? Das heißt ja immer, dass man in der Schweiz weniger Steuern zahlt und so. Aber die haben ja sogar eine Vermögenssteuer. Und ich weiß jetzt nicht, also in der Schweiz brauchst du ein ziemlich waghalsiges Konstrukt, um die Steuern dort klein zu halten. Also wenn du dort als Ausländer geführt bist und eine eigene Company hast, die auf den Kaimaninseln gelistet ist und so weiter, dann geht das irgendwie. Aber ich meine, die Vermögenssteuer, die haben ja noch nicht mal wir. Und ja, was man jetzt unbedingt in Österreich will, okay, das sind Berge und so weiter, das ist natürlich landschaftlich auch sehr schön, aber der Unterschied zu Österreich ist steuerlich gesehen und von den Preisen gesehen, ist ja eigentlich gleich null. Also ja, was soll ich dazu sagen? Also es gibt die exotischen Länder, die sind billiger und dieses billigere Leben, das ist ja meistens auch der Anlass, nach draußen zu gehen. Und dann gibt es die Länder, die uns etwas näher sind, die auch unseren Kulturkreis haben. Aber da sind die Unterschiede zu Deutschland dann auch nicht mehr so groß. Also warum soll ich da noch auswandern? Na, Schweiz ist ein Grund, ein politischer Grund, dass man dort vielleicht mehr Freiheit hat. Dort ist die Demokratie noch mehr Basisdemokratie und das zieht natürlich schon einige an, die einfach den Kanal hier voll haben und mehr bürgerliche Freiheit wollen, gell?
Ja, aber wenn du als Ausländer in der Schweiz bist, kannst du auch nicht wählen. Also, weißt du, die Frage ist doch, ob wir nicht lieber alle hier bleiben und versuchen, etwas zu ändern. Ja. Was nutzt das Auswandern, wenn unser Land irgendwie dann an die Wand fährt und so weiter? Also, ich habe das für mich so entschieden, dass ich hier bleibe. Und ich weiß, es ist schwierig, aber es ist eben auch nicht alles böse. Es gibt ja auch noch einige Vorteile. Und der größte Vorteil ist natürlich, dass man sich hier besser auskennt mit den Behörden, auch bei den Steuern. Wir können ja auch bestimmte Dinge absetzen und so weiter. Also wir können, weil wir die Politik und die Details in Deutschland besser kennen, damit besser umgehen. Während wir die Politik und die Details im Ausland, ja, muss man es irgendwie reinarbeiten und so weiter, alles neu. Und was nutzt es auch, wenn, also sagen wir mal, die Leistungsträger und alle die Menschen, die was verändern möchten, wenn die alle weg sind am Ende? Also wenn Deutschland dann irgendwie vor die Hunde geht, ist uns ja auch im Ausland eigentlich nichts gedient. Also ich denke, es ist besser, wenn wir alle hier bleiben. Ich würde auch allen Leuten raten, wenn sie auswandern wollen, doch mal für ein paar Monate einfach irgendwo hingehen. Ja, und dort in eine normale Wohnung ziehen, nicht in ein Hotel und am Alltagsleben teilnehmen, um einmal zu testen, ob das wirklich das ist, was sie wollen. Also wenn du beispielsweise, ich fliege ja jetzt morgen auch wieder nach Dubai, immer in einem schönen Hotel am Strand bist und so weiter, das ist natürlich was ganz anderes, als wenn du in der 10. Reihe hinten in der 40. Etage in so einem Skyscraper, in so einem Hochhaus lebst und dich um alles selbst kümmern musst. Und auch in Dubai gibt es bürokratische Geschichten und so weiter. Da ist ja auch nicht alles einfach. Also das sollte auf jeden Fall jeder testen und gucken, wie lange er sich in einem Land wohlfühlt. Ich habe das für mich getestet und komme zu dem Schluss, dass ich nach einigen Monaten tatsächlich auch wieder gerne in Deutschland bin. Muss ich ehrlich sagen. Und ich kann auch alle Leute nur auffordern und sagen, bleibt doch lieber hier, lasst uns gemeinsam gucken, dass wir vielleicht eine Wende zum Besseren hinkriegen. Ich weiß, es ist schwierig und die anderen Stimmen werden medial natürlich nach oben gespült, während die Kritiker eher diskreditiert werden. Aber am Ende wäre es doch ziemlich wichtig, dass also unser Europa und unser Deutschland verbessert wird. Und da müssen wir alle dran arbeiten. Und ich kann eins sagen, wenn dieses Land untergeht, Deutschland oder die Eurozone oder Europa, dann wird es in den anderen Ländern graduell noch schlimmer. Denn das sind ja eigentlich die Staaten, die profitieren davon, dass wir hier eine leistungsfähige Wirtschaft haben, dass wir schön Entwicklungshilfe oder sonstige Goodies zahlen in alle Welt. Ihr wisst ja, beim Spendieren sind wir hier ziemlich großzügig und davon leben ja die ganzen anderen Länder. Und wenn das ausfallen sollte, dann geht es denen da auch schlechter und da möchte ich nicht unbedingt dort sein. Du hast vielleicht schon mal den Spruch gehört, Deutschlands Elend ist der Welt Ruin. Ich weiß nicht mehr, wo der jetzt herkommt, aber falls jemand partout weg will, denn es ging ja ums Auswandern, welche Schritte würdest du ihm empfehlen? Du hast am Anfang gesagt, auf jeden Fall ein paar Monate dort wohnen. Ganz zu schweigen, einfach ins Ausland zu gehen, wie nach Paraguay, ohne jemals dort gewesen zu sein. Vielleicht auch einen erheblichen Finanzpuffer haben und mit Unwägbarkeiten rechnen. Die Vox-Show ist sicher nicht ganz schlecht, was man sich als Auswanderer dort angucken kann und wie naiv manche Leute wirklich dort reinstolpern. Also vieles gilt es abzuwägen. Ja, also wenn du wirklich auswandern willst, dann musst du das Land, würde ich mal schätzen, sagen, so 2 bis 3 Jahre intensiv besucht haben, um zu wissen, was dich dort erwartet. Um auszuwandern, brauchst du aber auch einen gewissen Geldvorrat, deine Situation dort neu zu etablieren. Also ohne Knete geht es leider nicht, denn im Prinzip will das Ausland ja auch nur die Leute mit viel Geld. Das heißt also, die Etablierung einer eigenen Existenz im Ausland ist schon mal eine teure Angelegenheit. Ja? Hier in Deutschland brauchen wir das nicht, da fallen diese Kosten weg, aber wenn du im Ausland bist, musst du gucken, was dich das kostet. Also Wohnung, dieses, jenes, Behörden und nochmal Kindergarten beispielsweise oder Schulen. Das sind erhebliche Kosten, die dann auf dich zukommen. Das kann sich ein ganz normaler Mensch ja gar nicht leisten. Und du musst vor allen Dingen eben auch die Sprache kennen. Ja, wenn du nach Südamerika gehst,
solltest du Spanisch sprechen und nicht nur Englisch. Und wenn du nach Dubai gehst, ist vielleicht ein bisschen Arabisch auch nicht schlecht, um zu gucken, was läuft da so hinter den Kulissen ab. Also das sind die wichtigsten Voraussetzungen. Also dass man also erstmal monatelang testet und dass man also auch ein gewisses Fundament von Geld hat, um dort ordentlich zu leben und dass man vielleicht peu à peu diesen Schritt der Auswanderung dann vollzieht. Also man bleibt erstmal 3 Monate da, dann bleibt man 6 Monate da, dann bleibt man 8 Monate da, kommt immer wieder zurück nach Deutschland, gibt seine Wohnung natürlich noch nicht auf. Und dann kann man ja schauen, ob das das geeignete Land oder der geeignete Ort ist, wo man gerne sein will. Fakt ist aber auch, ich meine, ich habe ja mit vielen Leuten gesprochen, also gerade jetzt auch in Sachen Dubai, das ist ja auch ein sehr beliebtes Auswanderland, dass die meisten Menschen natürlich recht haben, wenn sie sagen, wir zahlen hier weniger Steuern und so weiter. Aber die meisten, die ausgewandert sind, die werden dir niemals sagen, dass sie eigentlich unglücklich sind oder dass sie irgendwelche Probleme haben oder dass sie am liebsten wieder zurückkommen würden, sondern die stellen das natürlich auch ein bisschen euphemistisch dar. Ja? Und insofern da eine gewisse Vorsicht walten zu lassen. Ich werde auch auf meinem Kanal wieder ein Auswanderspezial natürlich machen. Ich werde mit Leuten sprechen und viele haben es ja auch geschafft in Dubai, die da eigene Businesses aufgebaut haben und so weiter, sind sehr, sehr gut, haben sich da sehr gut etablieren können. Aber es gibt natürlich auch Verlierer, die ein Business aufmachen, das dann nicht funktioniert. Ich erinnere nur daran, also beispielsweise während der unseligen Corona-Zeit ist ja in Dubai auch viel Business kaputt gegangen. Es gab keinen Schutzschirm, es gab keine staatliche Unterstützung, es gab gar nichts. Da haben viele Leute ihre Existenz verloren. Das sind natürlich die Vorteile in Deutschland, dass der Staat ab und zu auch mal einen unterstützen kann. All diese Dinge sind abzuwägen und ich glaube auch nicht, dass es in Südamerika irgendwelche Unterstützungen gab. Also man weiß es nicht. Also auch wenn Krisen sind und so weiter, fühle ich mich tendenziell vielleicht in Europa besser aufgehoben. Auf der anderen Seite, wenn man den ganz harten Schritt macht und sich von diesem Konsumleben verabschieden möchte, also sprich die einsame Insel unter Palmen und die Fische selbst aus dem Meer holt. Das ist natürlich eine ganz, ganz andere Geschichte. Also wenn man sich sozusagen von dem Leben der westlichen Welt verabschieden will. Aber auch das sollte man, klingt jetzt sehr reizvoll, die Fischerhütte am Strand und so weiter. Aber das sollte man natürlich auch erstmal testen, ob man das wirklich will. Also viel ist es abzuwägen und du hast es gerade angesprochen, Kindergeld zum Beispiel. Eine ganz simple Sache, das doch einiges ausmachen kann, gibt es in vielen Ländern gar nicht. Also man muss sich wirklich umfangreich vorher informieren, gerade wenn man eine Firma gründen will, wie das im Ausland aussieht. Es ist alles gar nicht so einfach und in Deutschland kennen wir uns aus. Wir schimpfen zwar viel, aber wir kennen uns immerhin hier aus. Noch ein Schlusswort vielleicht von dir, Michael. Und dann, ich habe gehört, du hast einen MM-News-Club gegründet. Was ist das denn? Ja, der News Club, das ist ein Club, den ich ins Leben gerufen habe, eine Art Investment Club, wo ich den Leuten zeige, wie sie strategisch ein Vermögen aufbauen können. Im News Club haben wir ja sozusagen die Finanzstars der Welt, die Experten, die zu einzelnen Themen, zu einzelnen Sektoren ihre Aktien vorstellen. Alles ganz seriös und das in einzelnen Kapiteln unterteilt, sodass sich jeder das raussuchen kann, was er gerne hätte. Also beispielsweise Lithiumaktien oder Gold und Silber oder die DAX-Schnäppchen oder einige andere interessante Investment-Ideen. Und außerdem haben die Clubmitglieder den Vorteil, dass sie sofort Unterlagen im Wert von 800 € downloaden können. Das sind Bücher, Musterdepots und Analysen, die wertvoll sind für die Anlageentscheidung. Und wir haben also mit einigen Börsenbriefen Special Deals aushandeln können, so dass die Clubmitglieder zum Beispiel ein halbes Jahr oder einige Monate diese Börsenbriefe kostenlos beziehen können.
Und insofern ist das also meines Erachtens eine runde Sache. Es gibt keine Verpflichtungen. Also du kannst da ein- und austreten. Und ich bemühe mich, mein Wissen und das Wissen der Finanzexperten leicht verständlich den Leuten näher zu bringen, die an den Finanzmärkten sich engagieren wollen. Eine Sache, die gerade heutzutage bei der hohen Inflationsrate natürlich wichtiger ist denn je. Und ich denke, dass der MM-News-Club für den Profi und für den Anfänger eigentlich das geeignete Mittel ist, sich mit diesem Thema zu befassen. Und ich habe ja auch alle alten Finanzexperten schon gehabt. Wir haben im MM-News-Club übrigens das letzte Interview mit Costolani, das ich persönlich führen durfte. 1997 war das, sodass man auch ein bisschen Börsenhistorie, ein bisschen ja, in die Vergangenheit guckt. Und ich kann euch sagen, also dieses Interview ist immer wieder prima, obwohl es schon 25 Jahre alt ist. Aber das gibt es eben auch nur im MNES Club. Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Michael, vielen Dank für das Interview heute. Ich wünsche dir morgen eine gute Reise nach Dubai und vielleicht hören wir uns mal wieder zum Thema Finanzen, denn hier muss man wirklich jeden Tag auf alles gefasst sein. Also ich danke dir und gute Reise. Tschüss. Ich danke dir und bis bald. Danke. Tschüss.